Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS 2 auf der TSM Map 6.3. Ja, und im Anhang klebt auch noch die Russmap 1.6.3, auf der ich auch irgendwie schon lange nicht mehr unterwegs war. Tja, wie ihr seht, wir sind nicht auf der Tour nach Griechenland. Ja, wie soll ich euch das schon beibringen? Also durch einen gekonnten technischen Fehlgriff meinerseits ist es mir also gelungen, auch den Spielstand komplett irgendwie zu löschen. technisch hochbegabt, wie ich bin, habe ich das irgendwie hingekriegt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber es ist, wie es ist. Deswegen stehen wir jetzt mal wieder in Hamburg, haben aber schon einen neuen Auftrag hinten dran. Ne? Tigerbier sollen wir durch die Gegend fahren. Tigerbier nach Tunis. Pack den Tiger in den Tank, ne, haben wir drin. Den Tiger haben wir im Tank, aber nicht im Mercedes-Tank, komischerweise. Nee, ist ja auch egal. So, wir springen mal rein in unseren, kleinen Mercedes. Ne? Jetzt kriege ich das nicht mal mehr mit den Tasten hin. Oh. Ja, das ist auch immer noch nicht Jacqueline Chantal, das ist immer noch ihre kleine Schwester Isabella. Die tippelt genauso viel und redet genauso wenig wie Jacqueline Chantal. Das wird eine sehr langweilige Fahrt nach Tunis, wenn sie nicht mit mir spricht. Deswegen machen wir uns mal ein bisschen Musik an, ne? Machen wir uns ein bisschen Trucker-Musik an und dann würde ich sagen, Maschine an und auf das schöne T-Shirt hier mal nach Tunis gebracht. Mal sehen, ob es mir auch da wieder gelingt, den Spielstand irgendwie illegalerweise zu löschen. Tja, manch einer manipuliert seinen Spielstand so, dass er im Level so ein bisschen nach oben steigt. Ich schaffe das irgendwie, den gleich komplett zu löschen. Ich muss auch sagen, da muss man also begnadeter Techniker für sein, glaube ich, um das hinzukriegen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Schwuppdiwupp war verschwunden. Unglaublich aber wahr. Tja, wir werden bestimmt schon noch mal irgendwann die Gelegenheit kriegen, bis nach Griechenland zu kommen dann. Zumindest kommen wir jetzt erstmal bis nach Tunis, so zumindest der liebe Spielstand Gott das zulassen wird. Aber wir haben erstmal das gute T-Shirt hier hinten drinne. Uns kann nichts passieren, ne? Tigerbier für Tunis. Ich habe gehört, Tigerbier soll ordentlich Tinte auf den Füller geben. Deswegen heiß begehrt in Tunis bei den Urlaubern, die alle sind aus Deutschland. Da wollen wir pünktlich unser Tigerbier abliefern, ne? Außerdem finde ich, passt der Auflieger farblich sehr schön zu unserem Actros. Und wir können, obwohl Isabella wie ihre große Schwester nicht mit uns redet, wenigstens dem Klang der Musik zuhören. Ein bisschen Country-Trucker-Musik da nebenbei hören. Ja, und uns den Berg hochkämpfen, ne? Und uns den Berg hochkämpfen, meine Hände. Berge? Nein, Berge hat unser Atrox gar nicht gerne. Vollsperrung? Nee, das ist die andere Richtung. Gott sei Dank. So. Komm mal geschmeidig auf Touren. Und wenn wir denn mit dem Atrox in Afrika gelandet sind, ne? Wir haben ja auch immer noch unsere schönen Zollüberführungskennzeichen drin. Wäre doch ein Lacher, wenn wir den da nicht gut und teuer verkaufen könnten. inklusive Isabella, die verkaufe ich gleich mit da unten. Zack, weg ist sie, ne? Wird bestimmt nicht auffallen, wenn ich die nicht wieder mit zurückbringe. Ist ja immer noch nicht weiter hier mit der Asphaltdecke, ne? Immer noch am Arbeiten hier, da. Ich glaube, das wird ein Jahrhundertprojekt hier. Die werden da nie fertig werden an der Stelle. Die werden da nie fertig werden. Es ist auch keine Wanderbaustelle. Die sind immer am selben Fleck. Immer am selben Fleck. Muss ein ganz fieses Schlagloch sein. Nee.
was ist denn da los mit euch? Habt ihr keine Lust zu fahren? Ich hab schon Lust zu fahren. Ich würde natürlich lieber jetzt nach Griechenland weiterfahren, aber... dieser verstimmte Spielstandteufel, der mir da irgendwo einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ein Skandal. Ein Skandal. Muss ich mich hier wieder durch ganz Europa kämpfen, bis nach Nordafrika? Aber sowas kann auch mal vorkommen. Was hat der denn? Der hat da auch Bier drin in seinen Holzfässern? Ich hab Tischerbier, was hast du? Eichenbier? Wer weiß das so genau? Aber wir lassen uns die gute ETS-2-Tracker-Stimmung deswegen jetzt nicht verderben. Wir genießen jetzt einfach die neue Fahrt und das neue Ziel. Und auch diesen wunderschönen blauen Auflieger, der so schön zu unserem Mercedes passt. Zumindest von der Farbe her passt er da ja sehr gut hin. Man könnte meinen, das passt harmonisch zusammen. Ne? Wir sind ein harmonisches Bild auf der Straße. So muss man das auch mal sehen können. Schön Trucker-Musik auch so ein bisschen im Hintergrund, ne? Diese bringt so ein bisschen mehr Fernfahrer-Feeling ein. Vielleicht sollte ich so ein bisschen noch was von Gunter Gabriel, das darf man ja aber leider nicht so abspielen. Da sagt die GEMA ja wieder, ist nicht, deswegen lizenzfreie und GEMA-freie Musik ist zum Glück ja nicht schwer zu finden, deswegen können wir jetzt auch so bisschen zumindest Musik im Hintergrund hören. Ne, lieber GEMA, Sachbearbeiter, wenn du das hier siehst und hörst, ne, das ist alles lizenzfrei und GEMA-frei. Habe ich zweimal kontrolliert. Ja. Nur damit ich hier nicht so einen bösen Brief nach Hause kriege von euch. Ne, du oder sowas. Ist nicht. Außerdem bin ich auf dem Weg nach Tunis. Ihr könnt mir jetzt Briefe schicken, wie ihr wollt. Bin ich zu Hause. Ich bin auf dem Weg mit dem Tischerbier und der Isabella nachher. Es ist immer noch so ungewohnt, wenn man da so rüber guckt und die ist nicht in Augenhöhe, ne? Die ist dann einfach nicht in Augenhöhe. Man müsste ja eigentlich meinen, weil sie so tief sitzt, könnte man besser von oben. Nein, kann man auch nicht. Man kann nicht besser reingucken von oben. Nein, ist nicht. Funktioniert leider nicht. Hab das jetzt getestet. Nein, es funktioniert nicht. Ups, Alter. Ach, das gute Tempo. Das schöne Bier ein bisschen schaumig geschlagen da hinter uns. Eieiei. Wenn die Tankdeckel aufmachen nachher in Tunis, dann kommt erstmal der Schaum rausgeschossen. Irgendwo müssen wir dann auf dieser Tour auch noch anhalten. Erstmal eine Probe ziehen da hinten aus dem Tank, ob der gute Tischerbier auch wirklich so T-Shirt, wie man behauptet. Ne? Tischerbier. Soll ja Tinte auf dem Füller geben. Ja, mal ausprobieren, nicht wahr? Isabella, du? Hm? Ja, ne? Probieren wir aus. Schreiben wir eine Postkarte mit dem Tintenfüller. Ein bisschen Musik reißt man auch gleich ein paar Kilometer mehr, glaube ich, immer irgendwie. Es ist wie wenn man in Urlaub fährt. Musik an und schon hat man komischerweise gute Laune. Solange nicht der Verkehrssprecher dann irgendwas von Stau erzählt. Ja, Stau. Ja. Stau ist eine tolle Sache, durfte ich heute wieder am eigenen Leib erfahren.
war ganz aufregend. Da hat die Musik dann auch nichts gebracht, da war die gute Laune auch eher wieder hin. Ich weiß auch nicht, woran das lag. War das romantisch, ein ganz romantischer Verkehrsstau heute. Da haben wir es hier natürlich viel schöner jetzt. Und deswegen auch schnell den ETS 2 rausgeholt und gesagt, ich will jetzt noch mal ein bisschen freie Fahrt für freie Bürger erleben. Mal sehen, wie das so ist. Ne? Wenn das schon nicht im Real Life klappt, muss man das zumindest mal im ETS 2 ausprobieren. Und deswegen auch die TSR-Map genommen, nicht die Ungari-Map. Ich glaube, das wäre heute eine tolle Folge. Hätte ich jetzt die Ungari-Map statt der TSR. Oh, man, wieder im Stau stehen. Oh, da wäre Stimmung aufgekommen. Angestautes Gewaltpotenzial hätte sich auf der Ungari-Map hemmungslos entladen. Ja. Aber schön, wir haben ja beruhigendes Tijabier und eine Fahrt nach Tunis. Alles gut, kein Stau, bisschen hügelig, aber was soll's, wir lassen uns ja gerne von allen wieder zurück überholen, die wir gerade überholt haben. Tja, jetzt mit Anlauf, ne? Anlauf, was hat der denn für einen schicken Trailer? Just in time. Ja, ist klar. Bisschen netter geschrieben. So, jetzt aber mit Anlauf. Mit Anlauf. Mit Anlauf lieber schon mal rechts rüberziehen, damit die anderen besser vorbei können. Oh, fast am Berg verhungert hier. Oh Gott. Heidewitzka. Nee, du. Also Hügelchen und Aktros, das ist so eine Sache für sich irgendwie. Das ist eine Kombination, die passt gar nicht gut zusammen. Nee. Sehr entspannt. Ich meine, die rechts neben mir da, die Kleine, die kann tippen, wie sie will in dem Handy, unterhält sich ja nicht mit mir. Ich bin entspannt. Ja, wir überholen auch gerne rechts, wenn wir so ein bisschen entspannt sind. Tag, Kollege. Ja, und der große Plan, ne? Afrika, und dann wird der Mercedes verkauft. Mal sehen, ob wir einen guten Kurs kriegen. Schauen wir mal. Ne? Und Isabella wird da gleich mit verkauft. Mal sehen, was es so gibt. Zwei Kamele, ein Schaf und einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher bestimmt. Aber egal. Haben wir es erstmal haben. Fast das Navi nicht im Auge behalten. Uiuiuiuiuiui. Er kommt, weil ich schon vor meinem geistigen Auge Kamele, Schafe und einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen habe. Und für die Mercedes kriegen wir natürlich ein bisschen mehr. Hoffe ich, denke ich, glaube ich, meine ich. Wir werden sehen. Stuttgart-Nürnberg, ja, da bin ich schon mal dran vorbeigefahren. Ja. Ist noch gar nicht so lange her. Oha. Habt ihr den Transporter gesehen? Der hat auch gerade noch so, ne? In Schräglage die Kurve gekriegt hier irgendwie. Heidewitzka. Oh, der schüttelt das Bier schon wieder so durch hier. Darf das noch nicht so doll schütteln? Ich will doch noch eine Probe haben davon.
danach kann es wieder gut durchgeschüttelt werden. Das ist nicht mehr so wichtig. Und wenn ich erstmal meine Probe hatte, ist ja alles gut. Oha. Da hat einer seinen Rollbeil verloren. Hat von euch wieder einer LS15 gespielt und hat einen Heuballen irgendwie verloren? Hand aufs Herz, Kollegen. Müsst ihr doch alle aufsammeln da. Das Lied macht jetzt aber ein bisschen aggressiv, ne? Ich hole euch alle. Vorbei an euch. Den DJ in Tank. Die Mucke aufgedreht. Das lichte Haar geschüttelt. Ja. Rocker der Landstraße. Der Landstraße, ne? Ja, ja. Ist klar, im Mercedes Actros ist man natürlich auch ein Rocker der Landstraße, ja. So, Mannheim, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, wir können uns da jetzt fast noch nicht entscheiden, wo wir hin wollen. Schade, dass wir noch nicht weiter südlich sind wir. Wir waren schon so weit gekommen. Aber wir wollen der Sache nicht mehr länger nachtrauern. Nein, nein, nein. Nee. Wir wollen lieber feiern, dass ich mit technischem Sachverstand es anscheinend geschafft habe, meinen Spielstand zu löschen. Grandiose Sache. So, ich müsste mal rüber. Irgendjemand in meiner Nähe, der mich gefährlich werden könnte. Oh, ging so, ne? Glück gehabt. Oh Gott, das arme Tigerbier wieder. Eieieiei. So, ihr Hügelchen hochkämpfen hier wieder. Oh Gott. Von wegen packt den Tiger in den Tank, du. Da ist ganz viel Tiger hinter mir im Tank, aber irgendwie komme ich dadurch auch nicht schneller an die Hügelchen hoch. Merkwürdig alles. Nee. Vorne wird da schon wieder so düster am Himmel, ne? Da wird doch nicht wirklich anfangen zu regnen, oder? Ich fahre noch Richtung Süden, dann muss das eigentlich besseres Wetter werden. So wirklich ist hinten am Tank noch eine Luke oben auf, ne? Wird das Bier auch noch verflüssigt, das wäre jetzt, oh Gott, nicht dran denken. Nicht, dass es nachher nicht mehr genug Alkoholgehalt hat. Wird aber wirklich finster vor uns, oder? Oh Mann. Oh Mann. Was haben die denn da? Achtung, gleich kommt die männliche Hupe. Und die Leute hier ein bisschen erschrecken, damit sie aufwachen und weiterfahren. Sag mal, Isabella, wenn wir in Nordafrika sind, ne? Die hört mir ja wieder nicht zu.
Dabei wollte ich sie doch fragen, wenn wir in Nordafrika sind, ob sie sich die Haare dann nochmal schnell blondieren könnte, denn ich habe gehört, der Wechselkurs für Blondinen in Afrika ist besser als für Schwarzhaarige. Vielleicht kann ich ja noch ein halbes Kamel mehr rausschlagen dann. Macht das anders, ich spreche gar nicht mehr mit ihr. Ich schreibe ihr gleich mal hier so eine WhatsApp. Ne? Ich schreibe dir eine WhatsApp. Dann sage ich dir, was ich will. Da sie mir eh nicht zuhört. Ne? Lesen wird es ja bestimmt dann. Wir machen da vorne gleich mal einen ganz romantischen Fernfahrer. Päuschen, Käffchen. Kleine Kaffeepause, die stehen da schon wieder rum. Oh Gott. Ah, ich hätte kleines Fernfahrerpäuschen hier mal einlegen. Und eine kleine Probe hinten aus dem Tank ausholen, würde ich auch mal sagen. Pack den DJ in den Tank. Ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass ich mir da hinten jetzt erstmal einen kleinen DJ rausholen werde und wir jetzt irgendwie dann doch nicht nach Griechenland fahren, sondern nach Tunis. Und von hier kann man aber. Hallöchen, Popöchen. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.